Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir uns ins Haus von diesem komischen Dr. Fritschi-Witschi reingeschlichen. Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Ich gebe demjenigen einen aus, der es getan hat. Aber was schreibst du in die... Ich würde schreiben, dass wir da einen von Slackjaws Männern fanden, tot und blutig, und dass du ein Riesenidiot bist. Okay. Ratten? Nicht cool. Und hier mache ich mal auch zu. Stimmt, hier bin ich an meiner Rattengestalt angekommen. Zwei Wachen. Zwei. Und einer ist tot. Das könnte ihr Chef sein. Warum fressen die Ratten die nicht? Ich will nicht durch das Rattenzimmer. Der hat einen Schlüssel. Schön ruhig bleiben, schön ruhig bleiben. Du kommst mit mir mit. Dein Kumpel wird dich später suchen, wenn er wieder wach wird. Wo ist dein Kumpel überhaupt? Ist nicht so nah, dass ich ihn sehen kann. Diese beschränkte Reichweite macht mich noch ganz wahnsinnig. Wo ist denn dein Kumpel? Ach, da hinten. Sehr gut. Sehr gut. Also, was haben wir gelernt? Wenn sich Leute unterhalten, warten, bis sie fertig sind mit ihrer Unterhaltung. Verdammt coole Masken, Atemschutzmasken wegen der Seuche. Warten, bis sie fertig sind mit der Unterhaltung und sie dann töten. Das war doch vorher noch nicht da. Cool. Wir können jetzt Menschen beherrschen. Das ist verdammt cool. Hier sind immer noch die schäbigen Tassen drin. Das reicht mir nicht. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen, also los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie in einem Hexenfischgeweide. Wie in Hexenfischgeweide? Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnöseln in Baubearbeitungshilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie einen von denen hier drunter kommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Flusskriecher? Okay. Haben sich in der Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Ja, okay. Ihr nehmt die Beine in die Hand, sobald es Probleme gibt. Was ist das für ein Schalter? Uncool. Ich will wieder raus. Obwohl. Oh. Cool. Nee. Ich weiß es nicht. Sorry, Mann. Tut mir voll sorry, Alter. Echt. Echt. Nichts Wertvolles drin, okay. Ach, schau mal, einer guckt. Der ist ja... Wer ist denn das? Okay. Was ist hier passiert? Ihre Flaschen, Pipapo. Den hat's einfach zermanscht. Okay. Kann ich das Ding irgendwo abspielen, was ich gerade gefunden habe? War hier nicht irgendwo ein Abspielgerät? Hier drin vielleicht? Huch. Ach so. Das ist das Bad. Nette Vitrine. Geld. Das Leid des Levitans. Das klingt nach keiner guten Klolektüre. Das lasse ich lieber liegen.
Nicht, dass ich danach auch noch das Klo benutzen muss. Gut, gehen wir wieder raus. Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Oder? Huch. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier, im Büro bleiben. Ich gucke mich nochmal um. Moment. Halt, falscher Knopf. So rum. Kräfte. Ach ja, Beherrschung, Stufe 2. Stimmt, wollte ich machen. Ja. Sehr geil. Eine uralte Notiz. Ziele, Missionsgegenstände. Bringe den Audiografen zu Slackjaw zurück. Alles klar, gut, dann gehen wir halt. Jupp. Yep. Also ist der Sack schon tot. Und wir waren es nicht mal. Das ist ein Ding. Okay, jetzt sind wir hier. Wo sind eigentlich die Runen? Wir haben ja jetzt einen Schlüssel gefunden. Vielleicht kriegen wir damit auch unsere Runen. Knochenartefakte da drüben. Hier kommen wir ganz easy aufs Dach. Anscheinend doch nicht. Anscheinend sollen wir nicht aufs Dach. Das finde ich unfair. Ich würde gern dorthin. Okay, erstmal dorthin. Überblick verschaffen. Oh. Okay. Was hat denn der da? Geld? Das geht schon wieder nicht. Jetzt. Einer weniger, der was sieht. Und jetzt liefer. Von wo aus kann ich jetzt hier hin? Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Das war doch keine Beleidigung, Mann. Okay, hier unten ist niemand. Was mit dir? Guckst du jetzt hier um die Ecke? Nee, gut. Gut. Bin aber trotzdem im Schleichmodus. Weiner. Oh, Weiner. Ich hasse Weiner. Die spucken einen an. Das ist voll gegen die Regeln. Das haben sie sich noch irgendwie von ihrer Banditenzeit gemerkt, als sie einen noch mit Feuerstößen angespuckt haben. Wo sind jetzt meine Runen? Ja, das sind meine Runen. Die wissen es nur noch nicht. Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Hey, du. Verschwinde. Das ist eine private Feier. Hilfe, Sir. Bitte. Danke, Sir. Vielen Dank. Was? Nein! Lass die Frau in Ruhe! Wo ist sie hin? Ich wollte doch nur den Schlüssel nehmen. Was? Alter. Ja, was ist hier passiert? Ich frage mich auch die ganze Zeit. Wo ist denn die Frau hin? Wo ist denn die Frau jetzt hin? Die hat den Schlüssel. Ich brauche diesen Schlüssel. Ich will unbedingt diesen... Wo ist sie hin? Ist sie jetzt gestorben? Selbst wenn sie gestorben ist, wo ist der Schlüssel hin? Ist sie hier runtergerannt? Schöne Dame. Die ist noch nicht in die Weinerhorde gerannt. Wo sind die hin? Ach so, ich habe ja hier mein... Weit kann sie ja nicht sein. Oder ist sie jetzt gestorben und verschwunden? Was ist denn das? Shit. Shit. Aber... Habe ich jetzt den Schlüssel? Fuck. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Oder was auch immer mit ihr passiert ist. Sie müsste ja hier liegen. Haben die Ratten sie schon gefressen? Ich wollte mir mit F den Schlüssel klauen. Hat sie sich versteckt? Nein, hat sie nicht. Warum? Shit. Hier ist doch alles voll mit Stadtwachen. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Ah, scheiße. Schleichmodus. Wo sind meine Runen? Da unten ist ein... Da unten? Der andere ist da in dem Gebäude. Ich dachte, die hätte den Schlüssel zu dieser Tür. Zu der ich mich jetzt begeben werde, by the way. Fuck. Aber wie... Nein. Schnell. Wieso ist das schief gegangen?
Golden Cat, nee, da will ich noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal zurück zu Sokolov. Und da geht's doch sicher hier hoch, oder? Nee? Okay. Was ist denn jetzt mit der Frau passiert? Muss ich das verstehen? Muss ich nicht verstehen, oder? Oh oh. Shit, der Generator. Steht der hier irgendwo? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, Hammer Time. Von euch kommt doch niemand hierher zu mir, oder? Sehen, alter Mann. In der Tat, das glaube ich. Und hier seht ihr mich erst recht nicht. Ach, hier ist der Turm. Von dort oben bin ich sonst immer gekommen. Gut, gut. Hat man hier wenigstens einen Anhaltspunkt. Oh, Mann, 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 Mann. Ich bin mir sicher, die hätte uns den Schlüssel gegeben oder so. Und wir brauchen diese Tür, um an das Knochendingens zu kommen. Echt schade. Vermute ich jetzt einfach mal. Also wenn ich Level-Designer wäre, würde ich das so machen. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Lord Regent hat eine strikte Walöl-Rationierung in diesem Bezirk angeordnet. Dach. Ist hier immer noch der Dude mit seinen Pseudo-Angeboten? Ich gebe dir kein Geld, du bist ein übelster Betrüger. Es wird Zeit, dass ich meine Aufnahmesession beende. Mir tut... Nicht, dass mir irgendwie jetzt die Stimme ausgeht, aber mir tut der Arsch vom vielen Sitzen weh. Ich werde immer kleiner. Moment. So. Hey, 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 Moment. Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, als Maul. Hey, 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 mir fällt gerade auf, ihr seid auf einmal wieder da. Und vorhin, als ja alles mit Weinern voll war, ja, da wart ihr wieder weg. Was ein Zufall. Ihr Assis. Habt mich einfach alleine gelassen. Na, okay. Ich hoffe doch mal, dass das hier was wird. Dass der uns jetzt hier ein kleines Geheimnis verrät. Wie wir zur Golden Cat kommen. So ganz traue ich ihm immer noch nicht, aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir müssen uns nicht vertrauen. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Irgendwie. Ne? Wo bist du hin? Wo ist er hin? Wo, hä? Ich finde dich. Ich glaube ja nicht, dass ich dich nicht finden werde. Das bist du nicht, wa? Nee, nee. Ich ermeuchel dich schon nicht. Keine Sorge. Solange du mir nichts tust. Sokolov? Ach, da drüben ist er. Okay. Freunde, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit Sokolov reden. Bis dahin werde ich mir jetzt erstmal kurz die Beine vertreten oder den, genauer gesagt den Hintern, weil... Oh, 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 mir tun die Backen weh. Ich sitze hier schon seit der allerersten Folge und langsam wird es echt Zeit, dass ich was anderes mache. Mein Gott. Puh. Wie lange zocke ich jetzt schon? Keine Ahnung. Ey, es wird echt Zeit für eine Pause. Ich glaube, ich beende die Aufnahmesession hier. Wenn wir uns dann in der nächsten Folge sehen, wird es sicherlich wieder einen riesen Bart haben. Oder, ach komm, ein paar Folgen kann ich noch aufnehmen. Ein paar Folgen, dann hätte ich 2 Wochen aufgenommen. Krass. Das heißt, ich kann nächste Woche frei nehmen. Juhu! Juti, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann es so immer wieder sagen. Feedback, Leute. Feedback, Feedback, Feedback. Wenn euch was stört, Feedback. Wenn euch was gefällt, Feedback. Es ist einfach irre wichtig. Mir ist es irre wichtig zu wissen, was in euch abgeht. Was ich besser, was ich schlechter machen kann, Tipps und so weiter. Ist natürlich schlecht, wenn ich denn so eine Riesenaufnahmesession habe wie jetzt, ja, dass ich jetzt hier 2 Wochen lang aufnehme, aber ich bin mir sicher, das Spiel wird noch eine Weile gehen. Ich werde schon noch auf euer Feedback reagieren, keine Sorge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nachdem ich mir jetzt mal kurz die Beine vertreten gehe und bis es soweit ist, sage ich auf Wiederschauen und reingehauen. Und falls ihr die Möglichkeit habt, dann sitzt nicht. Wie lange? 4 Stunden oder 5 einfach nur auf eurem Arsch rum, sondern steht mal auf und macht auch was. Das wäre total cool. Ich bin der Baume. Tschüssi, Kowski, ei, 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 Cheerio.